Also ist es, glaube ich, falsch, alles immer zu glauben, was in so Foren steht. Aber ich finde, es ist trotzdem eine gute Informationsquelle, weil du siehst einfach, was die Leute damit wie die Leute dazu stehen, welche Leute Erfahrungen die Leute gemacht haben. Und man kann sich so, wie soll ich sagen, so einen Mittelwert bilden, ne? Wenn man von 18 Leuten gehört hat, an einem Fahrrad jetzt die Bremse ist richtig gut und zwei haben damit Probleme, dann kannst du so, oder was stört die Leute, ne? Das ist halt so, man muss sich dann so selber, also man kann sich sehr gut, wenn man so viele Meinungen dazu gehört hat, eine eigene Meinung dazu bilden, finde ich. Wenn man, oder man hat sowas selber schon mal getestet. Ja, ist jetzt ein bisschen schwierig, ne? Wenn man da auch nicht so drin hängt. Aber trotzdem, würde ich sagen, dass das halt, also man muss aufpassen, man darf auch nicht alles glauben, weil da auch viel, manchmal sich Leute irgendwie, viele lesen vielleicht einfach nur selber davon und plappern das danach in Foren und so, aber es gibt auch einfach viele Sachen, wo man aufgrund ja, quasi diese, wie nennt man das, Schwarmintelligenz, ne, bei Tieren, die so sich in Schwarmen aufhalten, und dann quasi, wenn einer eine Bedrohung wahrnimmt, weichen alle aus und sowas. So ähnlich ist das vielleicht auch beim Forum, dass einfach die Menge an interessierten Leuten, an Wissen, die da im Forum versammelt ist, dann dazu führt, dass man, wenn man so einen Durchschnitt bildet, schon eine ganz gute Meinung dazu hat. Ich will mal ganz kurz Nase putzen. So, ich bin mal einmal aufgestanden und hab dann so richtig die Nase freigepustet. Vielleicht hält's jetzt ein bisschen vor, dachte ich mir. Ich weiß nicht, erzähl doch mal. Gut, bei Kias weiß ich, der ist im Forum aktiv. Unix wird bestimmt auch schon mal in dem Forum reingeguckt haben, aber seid ihr so Leute, wie informiert ihr euch, wenn ihr zu solchen Sachen, die euch interessieren. Generell, also ich bin ja auch, muss ich mir ja outen, kann ich auch mal erzählen, habe ich schon auch vor Jahren, ist immer ernster geworden irgendwie über die Jahre. Ich lese ja auch gerne Autopflegeforum und Fahrzeugpflegeforum, wie man Auto richtig putzt. Wobei, da lese ich eigentlich mehr, als dass ich das selber tue, weil ich halt wenig dazu komme und sehr viel Kilometer fahre und dann ist halt immer so eine Sache, ne? Wenn du 150, 200 Kilometer teilweise mal an einem Tag fährst, dann, sieht das Auto halt am nächsten Tag wieder dreckig aus. Aber trotzdem finde ich das schon sehr interessant, was man mit den richtigen Mitteln, auch aus so Autos, wo man eigentlich einsteigt und sich denkt, bah, also was weiß ich hier, verklebte Sitze, alles mögliche, ne? Gibt ja nichts, was es nicht gibt, Schlamm und wie man das alles wieder so macht, dass es am Ende neu aussieht, das finde ich schon ziemlich cool. Das hat irgendwie sowas Befriedigendes, weiß ich nicht. Also geht wohl vielen Leuten so, sonst gäbe es diese Autopflegeszene nicht, aber einfach, ne, dass es wieder aussieht wie neu oder sogar teilweise besser als wie neu, weil neu findet man dann, wenn man sich damit auseinandersetzt, heraus, ist meistens gar nicht so top. Klar, es hat dann keine Reparaturen, die notwendig sind,
aber es ist noch nicht gut gepflegt. Ne? Also bei Kunststoffen zum Beispiel, ordentliche Kunststoffpflege, dann sieht der Kunststoff ganz anders aus. Naja. Hätte ich mehr Zeit, könnte ich euch da jetzt natürlich beraten. Okay, ich bestelle was bei Amazon, wenn es Mist ist, geht's wieder zurück. Alles klar. Kann man natürlich auch so handhaben. Aber weiß nicht, ich bin so jemand, gerade wenn ich Sachen kaufe, gut, mal ein Beispiel wäre jetzt ein Computer, ne? Ganz früh habe ich da auch im Foren gelesen, was weiß ich hier, Computer Base und so, wie sie alle heißen, wo die Leute sich darüber unterhalten, was man für welchen Preis denn so ungefähr einbauen sollte, ne? Oder gut, da Computer Base und so, das war nicht mehr so ganz so meine Ecke, da habe ich mich einfach schon ein bisschen so, sag ich mal, von entfernt und eher nur noch Testvergleiche gelesen und so und mir die einzelnen Komponenten dann danach ausgesucht. Beim Fahrrad ist es so, da kommt es auch viel auf den eigenen Geschmack an. Das merke ich auch immer wieder bei vielen Dingen im Moment. Ist es doch irgendwie oft der eigene Geschmack, der am Ende zählt, ob man was gut findet oder nicht. Und gar nicht, es gibt nicht immer gut und schlecht im Leben. Man neigt vielleicht dazu, das in der Schule zu lernen. Vielleicht auch, weil, ne, entweder du schreibst, gerade so Deutschanalyse ist ja so ein Thema, über das man sehr stark diskutieren kann. Du analysierst da so einen Text, analysierst da irgendwelche tollen Sachen rein, denkst dir noch was Schönes dazu aus und findest, das passt super zu dem Text und in der Musterlösung vom Lehrer steht was anderes und du wirst, naja, eigentlich solltest du Punkte bekommen, weil du hast was analysiert und wenn du das Ganze gut begründest, ist es eine gute Analyse, aber wenn es nicht in der Musterlösung steht, wirst du wahrscheinlich in der normalen Schule dafür keine Punkte bekommen. Und deshalb gibt es gefühlt immer nur gut und schlecht, aber es gibt halt auch viel dazwischen, ne? Oder sehr viel, was halt einfach den persönlichen Geschmack treffen muss. Ja. Und ich finde, man spart Geld tatsächlich. Also ich bin dann wirklich jemand, jetzt zum Beispiel angenommen damals mit meinem Mountainbike, ne? Ich wollte unbedingt ein Mountainbike haben, hatte noch nie vorher eins. Jetzt gibt's natürlich die Möglichkeit, ich gehe in den Laden, lass mich beraten. Der wird mir wahrscheinlich was andrehen, an dem der gut verdient. Und also quasi das meiste Geld, was ich ausgeben will, der wird nie zu einem sagen, hier, pass mal auf, kauf mal eine Nummer schlechter, du bist Einsteiger, das reicht schon. Ne, das machen die nicht. Wenn du denen sagst, okay, ja, hier, soll ich die paar Euro noch mehr ausgeben für eine andere Schaltung oder so an dem Fahrrad, die werden immer sagen, ja klar, ne, das ist schon eine Nummer besser. Die andere funktioniert natürlich auch, aber das ist halt besser, ne? Und so unterbewusst werden die dich immer dazu verleiten, mehr Geld auszugeben. Und, ja, wie geht's hier so? Ja, ich bin ein bisschen erkältet, ein bisschen verschnupft, aber sonst ist es eigentlich ziemlich gut. So allgemein stimmungstechnisch bin ich gut drauf im Moment. Was wollte ich gerade? Bin ich ein bisschen raus. Auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt in den Forum gehe, es gibt halt so Sachen beim Fahrrad, ist es zum Beispiel so, wenn du, es gibt irgendwann einen Punkt beim Fahrrad, da werden die Sachen nicht mehr wirklich besser in dem Sinne, dass eine Bremse stärker bremst oder eine Schaltung schneller und besser schaltet oder länger hält, dann werden die Sachen einfach leichter. Und dann, weiß ich nicht, du bezahlst den dreifachen Preis, um 10 Gramm einzusparen bei einer Schaltung. Also das ist wirklich heftig, die Unterschiede, die da entstehen. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, ne, wenn du das Geld hast und ausgeben willst, ne, kauf dir einfach das, was für das Geld, was du ausgeben willst. Oder man geht halt hin und überlegt sich, von den paar Gramm Gewichtseinsparen habe ich jetzt nichts. Ich fahre damit eh nur hobbytechnisch mal eine Runde und brauche jetzt kein, ja, Mountainbike, was zum Rennenfahren optimiert ist, auf Leichtbau ausgelegt. Ne, all sowas, ne, wenn man sich beraten lässt, dann kommt sowas halt nicht unbedingt, weil die Leute wollen halt einen immer das Teurere verkaufen. Und das ist ja auch klar, das ist ja auch irgendwo Sinn von so einem Markt, aber was ich damit einfach sagen möchte, ich finde es richtig gut, wenn man in den Laden reingehen kann, beim Fahrrad oder gut, bei Computerteile wird man in der Regel die online bestellen und nicht irgendwo so. Wenn man weiß, was man haben will und was sowas kostet, weil dann kann man einfach, dann kann man nicht so leicht verarscht werden, das ist einfach so. Ansonsten wird man, ja, man will ja nicht unbedingt
Ich würde noch nicht mal verarscht sagen, aber einem wird in der Regel dann mehr Geld abgeknüpft, als es sein müsste. Kannst du mich grüßen, der Treckerfahrer? Ja, schöne Grüße an dich. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Könnt ihr mal in den Chat schreiben. Also man, das ist mir immer wieder bei vielen Dingen, ich bin jemand, ich informiere mich dann gerne, wenn ich irgendwas kaufen soll. Und wenn es so irgendwas Einfaches ist, ich google immer. Ich lese erstmal noch einen Testbericht und schau vielleicht in einem Forum oder wenn es sowas dazu gibt, ob es da irgendwo was gibt, zu allen möglichen Kram. Ob das jetzt Werkzeug ist, Fahrrad, Computerteile, ne? Weil man hat sofort, man soll natürlich auch nicht immer alles glauben. Gut, Testberichte sind meistens ja, sag ich mal, geben schon eine ganz gute Einschätzung dazu wieder. Aber gerade in einem Forum muss man halt immer schauen, wer schreibt das und was schreiben die sonst noch so am besten. Ob das Sinn macht. Ja. Hä? Steuerung I und 3. Da. Oh, ich sollte eigentlich mal nur noch hier abladen und dann ein bisschen in die Höhe arbeiten, glaube ich. Wir wollen ja nicht das ganze Silo bis hinten voll machen, das muss ja eigentlich nicht sein. Sollen wir später mit einem Förderband arbeiten oder schaufeln? Was hält ihr davon? Was denkt ihr? Nee, aber ich bin einfach gerne informiert. Ich weiß nicht, ich weiß, viele sind eher so, oh, ich kaufe mir jetzt ein Auto, ich gehe los, gehe im Autohaus Autos angucken und dann suche ich mir das aus, was mir vor Ort gefällt. Aber zum Beispiel da, bei vielen Autos gibt es ja auch irgendwie ein billiges Navi und ein teures und dann, dass man einfach die Unterschiede wirklich kennt, ohne dass man, vom Verkäufer da meistens schon so nach dem Motto, ja, aber dann haben sie noch dies und das und dies und das, ne? Na, der will halt immer, dass du mehr Geld ausgibst. Und klar, meistens ist das Teurere dann auch das Bessere. Aber braucht man, das ist dann halt immer eine andere Frage. Ich muss sagen, als ich vor 3 Jahren mein Auto gekauft habe, schon sogar noch länger als 3 Jahre her, ein gebrauchtes Auto, hatte ich da drin Navi und ich war das halt früher, mein Vater hatte damals, glaube ich, auch gar kein Navi im Auto. Auf jeden Fall war ich das nicht so gewöhnt und ich hätte jetzt auch ein Auto ohne Navi gekauft, aber ich habe mich da total dran gewöhnt. Gut, ich fahre im Moment auch relativ viel so gefühlt kreuz und quer durch die Gegend, aber ich habe mich so dran gewöhnt, dass ich schon so standardmäßig, auch wenn ich bekannte Strecken fahre, gut, meine Strecken sind relativ lang, wenn das dann 50 Kilometer sind und meine Dreiviertelstunde mindestens unterwegs ist, dann macht das vielleicht auch teilweise Sinn, aber ich mache immer trotzdem Navigation an mit meinen üblichen, ja, ich sag mal die 3-4 Punkte, zwischen denen ich hin und her pendel. Ist dieses Projekt mit den verschiedenen Höfen? Nee, das ist es nicht. Hier. Ein Projekt mit verschiedenen Höfen gibt's bei Großland auf meinem Kanal, beim Let's Play mit Noob und Benodan. Und das gibt es bei Munix auf Twitch mit dem Wilde Osten Team. Wenn du da jetzt sowas in der Richtung gucken möchtest, gerne. Ja, weiß nicht, ich bin nicht so ein Impulskäufer normalerweise, würde ich sagen. So Leute, die sagen, boah, heute kaufe ich mir dies und das, ich gehe in den Laden und sobald die in dem Laden irgendwas haben, was mich halbwegs anspricht, dann ist es das, sondern, also im Zweifelsfall, wenn ich mich nicht entscheiden kann, würde ich eher ein halbes Jahr lang mich informieren und anschauen, was ich denn gerne hätte, bevor ich einmal Geld ausgib, weißt du? Ich bin da auch irgendwie Geist. Warum mietest du die Erntemaschinen nur? Ich miete die nicht. Ich lasse hier nur gerade den Helfer fahren. Und wir müssen da mal gleich eben uns um den Drescher kümmern, glaube ich. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Moin moin zusammen, schreibt der Fabian. Schöne Grüße an dich. Macht das jetzt schon von alleine, auch wenn die Leute dich fragen. Entschuldigung. Ja, ich weiß nicht, ich bin jemand, ich habe jetzt kein Problem damit, Geld auszugeben.
Aber ich möchte gerne das Gefühl haben, dass ich für das Geld, was ich aus